Eins frei. Sieht frei aus. Eins und zwei, ihr geht erstmal oben auf den Hügel rauf, guckt von da aus nochmal und dann tritt Jawohl, der auf Trupp den Hügel. nach. Verstanden. Osten sicher. Eins, zwei geht. Ja, West gesichert. Wo sind denn die eigenen Kräfte? Sieht frei aus. Okay, wo sind wir denn? Jungs? Ja, Ich bin jetzt erst hier. ich Ah, komme, ich okay. komme, ich komme. Stamina. Monty? Jo. Du sicherst bitte Richtung Nord. Jawohl. Jack, du Richtung Süd. Okay. Verstanden. Wow. So, dich haben wir gleich erstmal geflickt, dann müssen wir gleich auf den Sunny warten. Jack, jetzt schauen wir mal bei dir. Auch du kriegst zwei Tourniquets. Eigene Da. Kräfte. Jawohl. Okay, Richtung 300 mehrere aufpassen, wie Kontakte. gesagt. Positionen halten. Prüfen, ob ihr vor euch Minen habt oder so. Bevor ihr irgendwas anderes macht. Das Gefängnis ist derzeit unwichtig. Vince, weg von der Kante. Kein Alarm dort auslösen. Ich werde gleich mal einen Minendetektor anschmeißen. Ja, wunderbar. Toy Soldier ist soweit verbunden, der muss jetzt nur noch von einem Medic weiterverarztet werden. Ja, Capus dran. Und hier bin ich gerade dabei, also ich habe Tourniquets an den Beinen. Also dadurch, dass die Beine angesprengt sind, denke ich mal, dass wirklich das eine Mine war. Okay, Vince, du sicherst bitte Richtung Süden, Simius bitte Richtung Norden. Jo, so Achte verstanden. bitte darauf, wenn ihr in Position geht, ob vorher im Vorfeld Minen sind. Ja. Ja, der Hügel hat erstmal oberste Priorität und Eigensicherung auch. So verstanden. OPL für 100 kommen. Liegen bleiben, Danke. Toy Soldier, liegen bleiben. Der Hügel Ist noch Hornet nicht scheint vermint einsatzbereit. zu sein, haben zwei Verwundete, sind noch dabei, Trotzdem darf die ich auf Danke sagen, oder? wieder hochzuholen. Derzeitige Position ist wie gesagt gehalten und genommen. Keine Feindkräfte, aber eben halt vermint. Hier prüfen wir noch die Lage. Kommen. Habt ihr deine Tourniquets wieder reingepackt? Jo, danke. Aktuell ist er an den Wer ist Rettungsmaßnahmen gerade auch noch dabei, das beteiligt, Bein zu da auch verbinden? ein Ja, ist gut, Sanitäter kann am ich Boden übernehmen. gekommen. Okay, gut, dann. Achso, ich habe gar nicht geguckt, hat er Puls? Habe ich noch nicht gecheckt, ich habe erstmal nur die Wunden geschlossen. Ich würde sagen, das Blut ist durch. Er sagt mir 1000 Milliliter, eine Minute. Achtung, Mine! OPL für Hornet, kommen. Oh nee, leuchten. Blöde. Feindpatrouille, vermutlich 3 bis 4 Mann nördlich des Bauernhofes im rückwärtigen Raum
von Parker kommen. Melde mich wieder Einsatz für. Ja, nicht mehr. Dann kommen wir da mal mehr ran. Den Landmannschaft mal mit prüfen. Ebenfalls auf Kapo seine Anweisung erstmal achten. Komm mal her. Power Soldier. Da ist er. Stopp, hier ist eine Mine. Achso, du brauchst ja gerade einen Sandsack. Okay. Ja, ja, genau. Ich baue gerade eine Stellung, damit ich da dran gehen kann. Okay. Kann ich dir hier. Hattest du irgendwelche Kontakte? Momentan. Negativ. Aufpassen. Nee, ich meine Vince jetzt. Also negativ, sonst hätte ich mich gemeldet. Okay, ansonsten erstmal alle soweit Position halten. Ich würde dir eine Mine entschärfen wollen. Ja, nee, das ist klar. Du bist hier der eine, der davon. Vince, zieh dich mal zurück, wenn Monty gleich die Mine entschärft. Da sagt er Bescheid, wenn er anfängt. So, ich krieg jetzt dran. So, da warte mal eben noch, Monty. Ja, okay. Da, zieh mal die Leichen, den Verletzten mal ein bisschen weiter weg. Was du, soll ich? Du ich hab doch eine Anweisung bekommen, Erstmal weg von der Mine da vorne. Geh mal bis zum Baum durch, den haben wir ja geschützt. Genau, weiter. Vince? Nicht so weit weg. Du bist zum Baum hier vorne. Ja, so, Richtung. Da einfach bleiben. Toll, Soldier. Hört. Du beteiligst mich an den Rettungsmaßnahmen von Lumberjack, bitte. Ich brauche hier keine Unterstützung, er hat gesagt, nur Sicherung auf. Brauch keinen, ich soll sicher. Okay, da vorne ist das Minengebiet nicht geprüft. Dann bleib mal lieber hier bitte im mittleren Raum. Oh, schaltbarer Tinker, was ist das denn? Aufschaltbarer, ja. Hornet negativ, kommen. Darf ich? Hast du gesagt fertig? Nee, darf ich. Jetzt darfst du, entschuldige. Okay. Okay, da ist der Draht. Ja, 28 ist das. Hat er gedacht, dass wir hoch, wo die Feinde sind. Ihn entschärft. Bestätige scheinbar ein größeres. Okay, kommen. Sind wir verstanden? Ja. Das war eine Patrouille, die Zwei-Mann-Patrouille dort. Die hat geschossen. Ich habe über den Hügel geguckt, ich hab's gewagt. Ach, haben sie auf dich geschossen? Ah, ich dachte, die hätten auf mich geschossen. Du bist auch ein 250er. Hätte das vorhin gewusst, hätte ich dir gleich 3 Liter reingehauen. Ja. Was hab ich jetzt für ein Interesse? Ich will aber nichts verschwenden. Granny? Falls irgendwo Feind seine Material hat, Feind sein, die rumlaufen mit Blutplasma und sowas, ne? Das muss geplündert werden, weil sonst kommen wir nicht weit, wenn wir mehr Verletzte haben. Ja, ich hab schon wieder Farbe. Dauert nur einen Moment, ich muss noch liegen bleiben, bis der. Okay. Ich hau dir noch ein 250er Kochsalz rein, dann musst du damit auskommen. Das ist schon okay, denke ich. Lass es. Hey, läuft jetzt. Okay, gut. Achte auf deinen Blutdruck, falls du dem auf ihn geben willst, aber Morphin. Morphin lowert Puls, das wäre ja das Problem. Gerade, aber. Auch Blutdruck. Ja, aber Puls ist halt gerade niedriger, meine ich. Also von den näher am kritischen Wert als. Sind die alle am Brüllen da hinten? Ja, mit 68er Puls verlierst du ungefähr 20. Ja, eben. Dann bin ich wieder down, wenn ich Morphin nehme. Das ist das Problem. Na gut, kann
ganz vorne in Einsatz gehen. Müsste bei Blutdruck, wenn ich da 10, 20 verliere, das wäre kein Problem. Jetzt. Ja. Blutdruck ist auch soweit jetzt in Ordnung bei dir. Ja. Gehe ich jetzt langsam mal Richtung Süd. Meld dich aber an, ne? Ja. Lumberjack kommt aus Süden. Der Lumberjack. Beschuss. Der Patrouillenonkel schießt auf dich. Ja, ich weiß nicht, wo die rausgehen und ich weiß nicht, wo sie reingehen. Ein bisschen mehr jetzt, kann das sein? Ja, der hat voll Feuer hier gerade, aber jetzt ist er wieder weg. Die sind direkt vor uns. Der Vogel von dem. Der war, sie ist da unten an der Häuserecke. Fahrer. Ach, da unten ist ein Geschütz auf uns ausgerichtet. Im Sandsack. Ja, der hat aber noch nicht geschossen, den hatte ich die ganze Zeit im Auge. Der hat nicht geschossen. Der hat uns auch nicht gesehen, das war ein Schütze mit einem blauen Barett. Der ist jetzt praktisch da hinten rechts um die Ecke von der Mauer gelaufen. Seid ihr alle noch okay? Ja. Alles grün. Wunderbar, danke der Nachfrage. X-Bayonet! So verstanden, Hornet geht in Stellung und öffnet Feuer. Kommen. Verständlich. Okay. Wir Parker haben verstanden. 15 bis 20 Meter Vorrücken, Position weh. Halten, Feuer wir versuchen öffnen, alle Wege zu ziehen. Jawohl! 15 nochmal. Meter vorrücken. 15 Meter vorrücken. 15 Meter vor. Lade! Ah, ich sollte vielleicht Ohrenstöpsel reinmachen. Das ist jetzt wie ein Kleinkaliber, ne? Getroffen. Blick, Blick, Blick. Ja, dann fahr zurück. Oder Verletzte? Vier ist klar. Teufel, du hast verletzt. Alles wieder okay. Abhocken. Okay, können wir mich trompen? Okay, Anfrage. Hornet soll jetzt einrücken, kommen. Ja, bestätigt. Ich kann runter, ich spring nach und lege. Da läuft noch einer im Innenraum rum. Sprengladung nicht mehr erforderlich. Rückraum ist offen. Kommen. Okay, Achtung, ja. Achtung, Stopp, Feuer, Stopp. SPZ in Bewegung. Ich wiederhole SPZ in Bewegung. Ja, Sichtkontakt SPZ. Sichtkontakt SPZ steht zum Haupteingang. Wie sieht es schmerzmäßig aus? Flanker ein bisschen. Ist aber auszuhalten. Okay. Puls ist gut. Hast du noch nicht fertig? SPZ guckt in unsere Richtung! Alles in Deckung, runter. Zurück hinter den Hügel, zurück hinter den Hügel. Alle zurück hinter den Hügel, zurück hinter den Hügel, zurück hinter den Hügel. Vince, zurück, zurück! Wir haben hier einen Verletzten. Sind das Schirm, Feuer, ziehen uns hinter den Hügel, könnte zurückkommen. Kann er selber zurückkommen? Nein! Oder ist der nicht von uns? Ui, das war jetzt aufregend. Hat sich erwischt? Achso. Einen leicht Verletzten, kümmern uns gerade drum, sind im hinter dem Hügelbereich wieder in Stellung. Geh hinter den Hügel, geh hinter den Hügel. Ja. Parker für OPL. Ja, alle okay? Ja, ich bin grün. Jo, ich müsste mal genäht werden. Ja, abgesehen von ein bisschen Schmerzen, alles okay. Panzer flankiert uns über links. Oder versucht. Das wären 7-6-2, gut. Wir könnten eigentlich gut die Reifen wegschießen. Okay, bist du okay? Vince ist okay. Jo, danke. Ich würde den Granatwerfer vorschlagen. Weitergeben.
Könnte auch Granaten. Richtung Norden zurückziehen. Hinter dem Hügel nach Norden zurück. Nach Nord zurückziehen. Nee, ich würde den Granatwerfer vorschlagen. Toyshoulder wird getroffen, ich zieh ihn raus. Haben wir Rauch? OPL 200 kommen. Okay. Rauch wird geworfen. SPZ bewegt uns, setzt uns so zu, dass wir ausweichen müssen. Kommen, wir verziehen uns Richtung Norden. Position Hornet, kommen. Ich zieh ihn schon. Bestätigt. SPZ bewegt sich aktuell in Richtung Süd. Ja, scheint uns umfahren. Ich bin aber scheinbar wieder da. Nein, da hat man sich zu kommen. OPL Ende. Parker für OPL, komm. Okay, Sicherung aufbauen. Ja, ist sicher. Leg dich zusammen, Moment. Nordosten. Der SPZ kommt weiter, sich da rum, kommt hier hinter der Richtung. Das war der Mauervorschlag. Zieht den Verletzten zurück. Okay. Hier Parker, wiederholt die letzten Gott. Ihr sollt da nicht verarzten, ihr sollt zurück, ja, weiter hinter den Berg. Nochmal Dalai Lama, der ist gleich. Parker sind dabei, Fluss zu überqueren. Bitte links bleiben. Ne, er hat doch gerade gesagt, wir sollen hinter den Hügel. Jetzt ist schon gut, wird schon zusammengeflickt. Simius, zurückziehen. Monty, bau mal diesen Graben bitte mal in einem größeren Halbkreis aus. Jawohl. Da, hier auf dieser Seite von dem Hügel. Ja, warte, ich mach den hier kurz weg. Ein Sunny bitte mal zu mir. Die Position ist besser für mich. Verstanden. Hier Sunny. Ja, ich bin verletzt. Vince, bitte mal an den Stein nach vorne. Kümmer mich drum. Norden. So, verstanden. Leg mich ab. Schwarz-weiße Sicht oder Schmerzen? Schmerzen erstmal, das ist hier. Ist bis zusammengepflegt, dein Puls ist aber okay. Kommst du damit klar oder brauchst du Morphin? Ich kann mit Schmerzen nicht umgehen, ich brauche ja ein bisschen Hilfe. Hier die OPL, SPZ hat sich verzogen in Richtung Süd. Dann check ich nochmal gerade deinen Blutdruck und dann. Sind noch dabei zwei Verletzte. Okay, dürfte okay sein. Ich gebe dir noch ein bisschen Blut und dann. Na, die Situation um uns herum unklar ist. Kommen. Ja, okay, so bestätigt. Hold Ende. Dann bleibst du jetzt noch eine Minute liegen und dann Ball, bist du wieder bereit. Eine Person kommt aus Richtung West auf über den Hügel zu euch in eurer Position. Aufpassen, wir kriegen Besuch. Von welcher Seite? West hat er gesagt. Er hat gesagt von Norden, glaube ich. Aus Richtung West. Ich wiederhole aus Richtung West. Kommt hinter dieser Hügelkante hoch. Aufpassen, wir kriegen Besuch. Zieht den Verletzten bitte mal hier weiter in den inneren Kreis. Hinten liegt er da hinten noch. Ich bin kein Verletzten. Achso, ich dachte, da wäre noch jemand. Du darfst wieder gehen. Moment, ich guck nochmal gerade. Also wie gesagt, aufpassen, eventuell kommt der Süd rum oder auch Nord. Auch von einem von du darfst dich wieder langsam rum bewegen und dann gleich darfst du auch wieder rumrennen. Ja. Perfekt. Ich check noch einmal gerade Blutdruck und dann bist du wieder voll und ganz fit. OPL, hier Parker, wir stehen im Feuerkampf. Richtig. Ist wieder voll und ganz fit, ja. Jo, danke. Nordosten werden jetzt in Angriff einsetzen, komm. Ja, bestätigt ausführen. So, wie sieht's aus? Können wir bei Norden hier eigentlich einrücken? Ja, haltet bitte mal in Position, ich check das mal eben. Vince, bleib mal hier bitte. So. Ne, ich trau mich da nicht rum. OPL für Hornet, kommen. Ja. Status westliche Kräfte am Hügel Hornet, kommen. Eine Person wurde ausgeschaltet vom Scharfschütze, Status von Seilen drauf kommen. Sind gleich soweit wieder aktiv. Ja. Ja, sobald ihr wieder viel Zeit in den Angriff beginne, kommen. So, verstanden. Status SPZ? Negativ, keine Sicht mehr. Letzte Fahrrichtung bekannt aus Südwest. So, verstanden. Hornet wieder einsatzbereit und greift an. Hornet Ende. Wie alles noch haben? Ebenfalls Angriff frei, Angriff frei. Simius? Was ist? Geh nach Norden. Richtung Nord. So, versuchen das nochmal in der Linienformation. Toy Soldier, du läufst nach rechts ab. Lumberjack bleibt natürlich etwas weiter hinten. Dann kommt, glaube ich, schon Monty. Ne, Simius erst. Simius.
ist denn der? Da. Hier. Versuchen wieder eine Feuerlinie aufzubauen, gehen an die Wand ran so und gehen dann süd in... Oder soll ich noch weiter runter? Nein, nein, warte mal, bauen wir denn hier hinter, ja, hinter dem Hügel auf. Guck mal mit. So, dann baut das bitte mal hier kurz auf. Toll, so, soll ich noch mal runter? Nein, warte mal, richte dich bitte mal nach Westen aus. Genau, so, dann kommt Simius. Wir verringern den Abstand mal auf, was ich, 3 bis 4 Meter. Die Sunnies bleiben hinten, wie gesagt. So, meine Absicht ist, wir treten jetzt an die Ostmauer ran. Wenn wir keine Ausfälle haben oder ähnliches, bewegen wir uns Richtung Süden und dringen über die offene Stelle in den Compound ein. Da ist irgendwas in die Luft geflogen. Und bekämpfen entsprechend. Frage OPL, Tag OPL, kommen. Dazu noch Fragen? Negativ. Negativ. Frage, okay, Trupp auf, Trupp Marsch. Eins geht. Haltet aber bitte die Höhe. 4 geht. Und rechts, nach rechts ausweichen, nach rechts ausweichen. Rechts. Ihr Parker, muss ich prüfen, melde ich. Hört mich nicht. Okay, alles im Laufschritt, Marsch. Der ist links, der Schützenpanzer ist links von uns. Mauer 3. Ist Granny mitgelaufen? Ich habe keine Ahnung. Nein, ist er nicht, er ist noch da hinten. Das da hinten ist keiner von uns. Doch. Nein, er ist da hinten noch am Hügel. 100 Grad, genau. Haben noch Kontakt in dem Sandsack-Stellung. Okay. Eigener oder Feind? Monty? Hier ist Monty, Monty hört, das ist Eigener, glaube ich. Ja, ist Eigener, Eigener. Monty? Ja, Monty hier. Planänderung, wir sollen nach Norden um die Mauer rum. Wegen dem Schützenpanzer. Nach Nord, jawohl. Vince, nach Nord. Ich bleibe hier erstmal zurück, um Greni nachher zu versorgen. Wo geht? 4 geht. 5 geht. Verstanden? Wir haben verstanden, ja. Okay. Die wurden befördert. Ach, machst du die 1, ja? Sorry, ich bin einfach noch um die Ecke schon gegangen, weil du ja da gesichert hast. So, erstmal alle Granaten reinschmeißen jetzt. Jawohl. Nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus, damit wir gleich noch Booster haben. Ja. Ich hab schon keine mehr. Ja, ihr seid alle zu fett wieder. Ich hab noch voll. Vorsicht, bei dem anderen Sandsackbunker auf der anderen Seite waren von eigene von uns. Also eigene Richtung ja, Süd. Ich hab gezögert. Eigene direkt gegenüber. Jawohl. Was sollen wir jetzt machen? Bleiben wir hier oder davor? Ja, wir gehen weiter. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen über Nord reingehen. Vince, kommst du? Einer von uns, oder? Ja. Wie geht der? Sind wir? Ja, sonst hätten die schon Feuer auf uns eröffnet. Achtung, eigene. Jawohl. Für euch als Information: südöstlich, eigener AT-Trupp.
Ja, verstanden. Ja, wo hat's El denn hingehauen? Haben wir jetzt alle Trupps hier? Ja, Alex zu mir. Und wir. Aber Granny. Dann frei? El war an meiner Seite, aber. Soweit ich sehen kann, frei. Ja, alles klar. Ich würde vorschlagen, rüber bis an den LKW. Blubber? Ja. Achso, vorrücken könnt ihr im Moment nicht, oder? Momentan ein Verletzter, AT-Trupp ist auf SPZ angesetzt, welche Richtung Südosten anscheinend ankommen soll. Sunny-Team nur hier. Alles klar, letzte Position oder Meldung war SPZ down. Trupp, wir halten mal eben kurz hier Sicherung aufbauen. Halt, Trupp, halt. Sicherung. Simius, geh rüber an den LKW. Ich weiß, nee, das würde ich jetzt lassen. Dann nachher ist in dem Haus jemand drin und dann dritt bin ich tot. Also ich würde das schon gern taktisch machen. Verstanden. Sanis haben wir hier. AT, AT, kommt dran. Wir haben Richtung Süden Feinkontakt. Okay, wir rücken ein. 1 bis 3 in den die Kasernen hier eindringen. Benny! Ja. Alles halt. Benny! Wir regeln Richtung Süden ab, dann könnt ihr ins Zielgebiet rein. Ja, so verstanden. Hilf. Okay, ihr rückt vor auf die Jeeps hier, ihr drei. KV bleibt im Rückraum. So, zwei, Entschuldigung. Mit Gebäude prüfen? Ja, und da gehen noch die ersten drei rein jetzt. Die ersten zwei. Sind schon drin. Eins, zwei und drei hast du, aber zwei ist ja zurückgezogen, weil es. Hä? Ich bin noch hier. Achso, sorry, ich hab nichts gesagt. So, Vince vorne an den Jeep drei rein. Drin. Hofraum weiter sichern. Und. Monty? Schuss, wo kam das her? Sie mute? Ja, bekämpft. Und hier Position halten, Sicherung aufbauen. In den Hof rein, wird jetzt dann überrascht. Sprecht euch da ab, einer nach links gucken, einer nach rechts. Ich schau Richtung Haus. Ist das Haus clear? Schau nach links. Haus ist clear. Haus ist clear. Ja, so verstanden. OPL für Hornet, kommen. östliche Baracke, klar, Rücken weiter vor, kommen. Was ist das denn? Bestätigung aus für OPL Ende. Wo willst du hin, Mann? Ich warte auf Befehl. Okay, ich meinte auch Krieg nicht, Entschuldigung. Das Lichtsignal. Wo? Thomas Hatcher, ich möchte, dass du gleich links die Baracke eindringt. Vince, Monty und Carfu, ihr dringt rechts in das Hauptgebäude ein. Jawohl. Jawohl. Stell dich mal ein bisschen auf, dass er zusammen bleibt. Und dann los. Carfu, bist du dran? Moment, Holzer, du bist alleine. Du musst nur deinen Rücken decken. Ach, wir sind da. Wo ist denn mein Trupp? Dann zweimal so. Ja, voran, Leute. Weiter. Recht sicher. Okay. Ich sichere die Treppe. Links, ja, warte. Sicher, ich warte an die Küche. Ja, Monty warten. Ja, Monty wartet. Links sicher. Ja. Okay. So, ich gehe vor. Okay, da ist ein Durchgang links. Ich gehe rein. Rechts ist frei. Haus ist sauber. Oberste Stockwerk ist gesichert. Außer es geht da hinten noch weiter, weiß ich jetzt nicht. Nee. Ja, Gebäude gesichert. Ja, das nächste hier noch. Das ist der Raum, wo ihr gerade drin wart. Sicher. Das ist die Kantine. Ach so. Ach Mist. Danke. Kann ja einmal die Rückseite abchecken. Habt ihr das ganze Gebäude gecheckt? Ja, Gebäude ist auch sicher. Oben? Ja. Keiner drin? Keiner drin. Okay. Gibt es hier eine Leiter nach oben irgendwo? Ne. Okay. Die haben wir wieder.
wieder zugemacht, da war ich ganz drin und da hat mir einer die Tür vor der Nase zu liegen. Vince, Monty, wo seid ihr? Ich hab kurz die andere Rückseite noch gecheckt. Monty? Monty ist hier. Ich hab nur die Rückseite noch gecheckt. Naja. Bitte? Bist du der mit den technischen Problemen? Ja. Gut. Ach was, du bist schon hier? Ja, sehr cool. Ich war eigentlich schon fast am Prison. Ah, toll. Ah, okay. Ich war auf 032085. Als Blubber mir geschrieben hat. Ach, da warst du schon praktisch unterwegs. Ja, toll. Er sagt, ist er wieder zurück. Naja, gut. Okay. Dann alle aufsitzen, wir fahren dann hin. Ich bin Sunny, ich kann nicht komplett zuflippen. Ja, bitte. Ich habe auf dem Weg zwei feindliche Patrouillen mitgenommen. Moment. Ich hoffe, du hast die da gelassen. Ich hab die abgeknallt. Wer es findet, darf es behalten. Abgeknallt und Dogtags collected. Ah, sehr gut. Ja, fleck dich jetzt zu. Warte, die sitzen noch nicht. Ne, ich hab nur mal den Motor warm laufen lassen. Hast du noch Pain oder sowas? Ne. Ne, gut. Ich hab mir illegalerweise ein bisschen Morphin mitgenommen. Ja, ist okay. Man darf auch Infanterist Morphin mitnehmen. So, sitzen alle? Alle drin. Ja, alles klar. Sitzen. Habt ihr das Gefängnis schon eingenommen? Ja. 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 Mann. Wir haben auch schon die Zielperson. Bitte? Und wir haben auch schon die Zielperson. So ein Scheiß. Grad ich hätte beinahe eine Kugel verpasst aus Reflex. Bitte? Und ich hätte ihm beinahe eine Kugel verpasst aus Reflex. Ja. Wie sah der Fuzzi eigentlich aus? Ach, das ist Scheiß, schwarzer im Anzug. Ah. Brauner Anzug. Braune Hautfarbe. Warum muss es ein Schwarzer sein? Keine Ahnung. Oh Mann. Immer muss mir sowas passieren, ey. Du bist rausgeflogen, oder? Game ist komplett gefreezed. Ah, scheiße. Oh. Kein Disconnect, kein gar nichts, einfach komplett Standbild. Freeze und dann war's das. Ja, ich konnte nichts mehr machen, musste alte 4. Beziehungsweise Task Manager. Hm. Ja, ich hatte gerade Overwatch übers Prison, während mein Trupp da hingesprungen ist. War nicht so nice. Ja, die haben auch ein bisschen was abgekriegt. Bitte? Die haben auch ein bisschen was abgekriegt. Mhm. Ich glaube, die haben eine Mine gefunden. Monty? Ja? Irgendwas durch Minen? Ja, ich glaub, die haben eine Mine gefunden. Ich glaube, einer ist draufgetreten. Ah, kacke. Weißt du, ist ja. Man, shit happens. Ja. Ist halt, weißt du, vorher zweieinhalb Stunden alles glatt gelaufen und dann, wenn es ernst sein könnte. Ja. Ah, das ist Arma, ne? Das ist original Arma. It's not a bug, it's a feature. Ja. Persönliches Arma. Schützen vor uns, nach links ausweichen, ans Haus ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben den Kleinen drin. Lagermelde Kontakte, ROB vor der Brücke. Zurück und dann durchbrechen. Schnell, 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 schnell. Schützen hinten, wir haben links und rechts vereinzelt Schützen stehen. Jo, doch bestanden. Nochmal. OPL, ihr Parker, wir brechen durch Dorf durch, wir brechen durch Dorf durch. Durchbrechen weiter, gib Gas, gib Gas. Geradeaus, geradeaus? Rechts. Ah, okay. Alles andere rechts. Jetzt. Schuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Gas erleben. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich fahre jetzt mal ganz kurz ein bisschen Offroad. Ah, alles gut, kommt doch raus. OPL, ihr Parker, komm. Hört. Status, komm. Status, grün. Verstanden. Oh Gott. Parker befindet sich rechts südlich der Stadt, hat hier abgesessen, kann vorrücken von Ihnen an. Monty, bin da. Ja, alles klar. So, hier halte ich. Oh, ja, ich Feind voraus, Feind voraus.
Ich würde sagen, hier halten wir erstmal. Polizist, jetzt weiß ich nicht. Sind alle Polizisten jetzt Feinde oder nicht? Der hat schon einen abgeschossen. Okay, der ist schon tot. Stellt bitte sicher, dass die Polizisten nur Waffe sind und das Feuer eröffnen. Auf andere Polizisten wird nicht geschossen. Ja. Weil es müssen nicht alle korrupt sein. Den müssen wir auch rechnen, ne? Den müssen wir auch rechnen, ja. Ausschalten. Nicht, der ist noch nicht lange noch dran, aber als er weiter in unsere Richtung kommen sollte, 25 Meter schieße ich. Schießt ihn auch schon hier aus, vernünftig. Geht nicht umschießen können. So, ich sehe nichts mehr außer Zivilisten. Oh, bitte. Ich sehe ihn gerade kurz in Richtung Stadt. Sobald kein Schuss reinkommt, wird aber der Ochse weiter in Richtung des Dorf gefahren. Position halten. Position halten. Position halten. Braucht noch jemand Starnak-Munition? Position halten. Negativ. Ich hab noch nicht negativ. So viel geschossen, als dass ich Munition bräuchte. Negativ. War doch genug Muni, ja? Ausreichend Muni, ja. Ja. Ja, ist klar. Ja. Der Polizist hat noch 6 Magazine dabei. Ich hab noch 10 volle. Mist. Das ist mein. Hey! Ich sehe nichts, keine Beobachtung rechts. Okay. Ich habe auch einen kalten Polizisten und Zivilisten im Vorfeld nur. Okay, super, dann wieder aufsitzen, weiter geht's. Marco, verstanden, wir setzen. Ihr habt's gehört, alle aufsitzen. Jawohl. Weitergeben, für den Fall, dass jemand zurückbleibt. Aufsitzen. Aufsitzen. Verliebt. Hey, geil. Hm? Weiter geht's. Was ist denn? Was los? Ich bin auf dem Boden. Auflaufen. Egal. Eins sitzt. Vier sitzt. Simius ist auch drin. Fünf sitzt. Lamba? Lumberjack sitzt. Jo. Gerni sitzt. Gerni sitzt. Alle da? 7 Mann im Fahrzeug, 3 vorne, 4 hinten. Rückmeldung wird immer von hinten durchgeben. Ja, hinten sitzen korrekt. 4 eigene und Limbani. Jemand von uns und ein Zivilist. Alles klar. Hotel, ihr fahrt gerade aufgesessen, Abfahrt kommt. Entschuldigt. Horne, klar zur Abfahrt. Komm mal im Arsch. Wie sieht das Fahrzeug aus soweit? Sehr gut. Also es sind nur die Scheiben kaputt. Leicht nach links korrigieren. Oh, Emo, hör auf zu singen, echt. Halten wir 50 Meter bitte. Naja, ich. Bis wir wieder in so einen Hinterhalt reinfahren. Würde ich doch gut wollen. Ich habe uns da gut rausgerettet. Wenn die Scheibe hier durchtreten könnte, wäre cool. User disconnected from your channel. Oh, jetzt hat Vince disconnected. So langsam gehen die Disconnects los. Sind keine 50, oder? Ah, komm.
Safety first. Opel, hier Parker, komm. Hört. Oh. Ja, wir fahren hier gerade in ein Minenfeld. Was? Was ist passiert? Bei der letzten Wiederholung, komm. Hast du nicht verstanden, mir ist euch kein Minenfeld gefahren. Ja, positiv, das habe ich gerade gemeldet, komm. Ja, okay, dann fahren wir wieder zurück, bitte. Und dann fahren wir am Minenfeld entlang. Die sind mittendrin. Warte mal, ich fahr mal ein bisschen vor, ich sehe jetzt wie ein Feld. Verdammt. Jetzt noch vor uns, alles gut. Also, die Was, so Schilder ausrichten? Schon geil. Oh, Alter. Kurz aus. Falls sie explodieren. Fahren wir ein paar Meter zurück, ja. Wir hätten sonst ein Pio noch hier, den könnten wir einsetzen. Halt nochmal aus. Ich? Achso, du. OPL. Ansonsten, wir hätten auch Pio, ne? Rückraum frei. Okay, dann werden wir das Minenfeld rechts rum umfahren. Schön entlang. Parker verstanden. Vince, bist du noch da? Ne, Vince hat Disconnect. Ah, okay. Ihr habt seinen Platz übernommen hinten. Also ein Granatwerfer, ein normaler Schütze hinten. Okay. Was ist denn eigentlich noch bis zum Ziel? Das hatten wir da oben schon in Sicht, das war die Kirche. Ah! Hattest du da Minenwarnschilder hingestellt, oder? Die ganze Reihe voll, ja. Ah, okay. Damit es auch direkt auffällt, ja? Ja, ich hätte euch reinfahren lassen können, hätte die ganze Spiegelung kaputt gemacht. Wenn da noch Minen gewesen wären, vor allem. Mal, Diego. Diego kommt. Oh ja, unter dem Sand, der ist gut. What? Ach, Emu redet über Filme. Ich höre ihn halt. Ja, ich höre ihn auch und verstehe nicht so ganz, was ich habe. Einmal nicht ganz so laut. Okay, falls sind es auch die. Ihr Plugs. Habt ihr bestimmt alle drin, oder? Klar. Ja, nachdem wir unseren ersten Feuerkontakt hatten und bei mir alles fiebte, habe ich sie drin, ja. Ich hatte sie, bevor ich den Disconnect hatte. Okay, Fahrzeug 1, Fahrzeug 2, wir fahren jetzt geradeaus auf die Straße zu und fahren dann die Straße in Richtung Limbanisdorf. Hier Parker, so verstanden, wird ausgeführt. Kommen. Die Straße lang. Da vorne direkt voraus. Okay, ja, Wende. Jetzt kein Mist. Ja, ich hab gerade. Ich hab auf die KMH-Anzeige geguckt und dann direkt gleich in den Schlenker gefahren. Müssen wir da oben zu der Antenne, oder?
Okay, Fahrzeug 1, nicht direkt ins Dorf reinfahren, Vorderkurve halt und absitzen. Parker verstanden, Fahrzeug hält. Wieder nicht, los. Wir hier. Denn jetzt eigentlich? Holdert halt auch. Ich geh noch mal kurz pinkeln, ich bin sofort wieder da. Holdert, ihr bildet eine Schutzkonvoi um die Zielperson und lauft so mit dem, in dem Schutzkonvoi die Straße hoch. Schwenke links. Jawohl, schwenke links. Jo. Yeah. Oh. Los, jagen wir den Laden hoch.